Da waren Taschenlampen. Zu 1000% waren da drüben gerade Taschenlampen. Ich bin jetzt schon ein bisschen angespannt. Das ist doch kein Fluchtweg, das ist ein Dilemma. Ich muss das ausmachen. Hier geht so die Pumpe. Alter. Was ist das mit dem Gas? Das riecht so nach Gas hier. Das waren wir nicht. Das sind Leute. Moin! Und moin! Zusammen sagen wir Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind heute unterwegs mit ein paar mehr Leuten. Adventure Kids. Den lieben Chris, Justin, Marie und Lukas haben wir ein etwas geplant. Etwas Größeres geplant. Unsere erste Overnight steht bevor. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Wir wissen auch noch nicht, ob wir das durchziehen oder nicht und was uns da passiert. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein, oder? Viel Spaß! Let's go! Es ist an der Zeit für unsere erste Overnight. Gemeinsam mit 6 Freunden machten wir uns auf den Weg in eine verlassene Reha-Klinik. Das Wetter an dem Tag hätte schauriger nicht sein können. Also schnappten wir uns unsere Rucksäcke und machten uns auf in ein für uns neues Abenteuer. Was diese Nacht für uns bereithielt, konnten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal erahnen. Wir haben das Ganze für euch mit der Kamera begleitet. Und nun seht selbst. So, ihr Lieben, wir stehen jetzt hier, wie gesagt, wir packen gerade alle die Rucksäcke und ja. Ich stehe hier und denke jetzt gerade so, werden wir das durchziehen? Was wird uns erwarten? Ich habe keine Ahnung. Schreibt mal eure Vermutung jetzt unten in die Kommentare und das Video, ob wir es durchziehen werden, ob wir Besuch bekommen werden, ob uns, wir wissen ja selber nicht, was uns hier heute Abend erwartet, was uns passiert und wie der ganze Abend ausgehen wird. Also schreibt mal jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eure Meinung in die Kommentare. Wir sind auch gespannt. Wir lassen uns überraschen. Rucksack auf und los. So, voll bepackt geht das jetzt hier los. Keiner hat leere Hände. Die Rucksäcke sind oben drauf. Auf, auf. Also wir gehen jetzt hoch, packen erstmal das Lager fertig und dann scouten wir hier alles aus. Und einer muss natürlich am Lager bleiben oder zwei, drei. Je nachdem. Lagerstimmung. Juhu. Aber hiermit können wir arbeiten. Ja, definitiv. Das ist gut. Oh Leute, ey. Was tun wir hier? Nee, nicht dahin, nach innen. Was? Ja, nach innen. Was machen wir? Das ist aus dem Himmel nicht. Alter, ey. Im Hellen ist die Stimmung noch ganz gut. Jetzt ist so, ist man langsam hier und dann denkt man schon so, ja, hier sollen wir jetzt schlafen? Ja, wir haben heute Abend alles dicht. Hier doch. Hier sieht es auch gut aus, ne? Und es gibt noch ein größeres Zimmer, da können wir nicht hin, Marie. Ja. Da sieht uns wieder. Ich warte mir kurz bei dir. Ja. Ja. Hier? Ja. Ja. Wir müssen nur diesen Dreck einfach mal zur Seite schippern hier. Da haben wir noch ein Weg. Da waren Taschenlampen. Zu 1000% waren da drüben gerade Taschenlampen. Da drüben, wir beobachten jetzt mal. Da kommt das wieder, oder? Sieht das nur so aus? Doch, da sind Taschenlampen. Ja. Ich weiß nicht, ob das auf der GoPro bei euch da jetzt so rüberkommt. Alter, jetzt natürlich hier die Frage. Sind das andere Urbexer? Oder Leute, die Randale machen? Oder, das weiß man halt nicht. Wir beobachten das Ganze mal weiter. Leute, auf die Tür ist kein Arsch mehr auf. Angespannt. Geil, genau die das. Fenster abdunkeln ist auf jeden Fall noch schlau. Ja, aber genau das, was jetzt gerade passiert, Freunde, ist das, was in einer Overnight passieren muss, damit es für euch spannend ist. Grusel! Wie geht's dir denn? Mir geht's super. Ich bin echt tiefenentspannt tatsächlich. Ja? Jo. Schaffen wir hier, ne? Mhm. Also wir verbinden uns, aber jeder kriegt einen Walkie-Talkie. Chris hat doch, du hast auch zwei mit, ne? Mhm. Wir haben zwei, dann können wir uns alle miteinander verbinden. Genau, ich krieg gleich einen Walkie-Talkie von mir. Justin kriegt einen. Und dann können wir alle miteinander Walkie-Talkie. Geil.
Wir sind jetzt auf dem Weg, um einmal hier alles auszuchecken, Fluchtwege zu sichern und hier die Wege rechts und links ein bisschen dicht zu machen, dass wenn einer kommt, dass wir das auf jeden Fall mitbekommen und dann auf jeden Fall, falls wir später schlafen werden, dann auch wach sind. Habt ihr was gesehen? Das kann eine Straßenlaterne sein, das weißt du, ne? Ja, okay. Weil da ist das Gebäude zu Ende. Ja, gegenüber, da, ja. Weil das flackert. Also, was wir machen können, ist, wir können diesen Grün vorstellen, aber mehr kannst du auch nicht machen. Wir könnten uns Müll aus dem Zimmer holen und das hier zustellen. Aber einen Fluchtweg brauchen wir. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das Zimmer ist hier vorne. Ich würde das als Fluchtweg nehmen. Weil? Schneller. Oder wir gehen in die Richtung. Das ist jetzt eine gute Frage. Warte mal, komm, lass uns mal die Zimmer ausgucken. Aber das Ding ist, wir sind hier auch direkt an der Straße. Also wir hören hier auch Autos und. Zum Spiel. Dieser Schrank, die stellen wir von den Ausgang. Die zwei nehmen wir ins Zimmer. Wir müssen uns noch Stühle zum Sitzen organisieren. Dass wir uns einfach die hier nehmen. Die schrottigen natürlich, die stellen wir gleich vorne Ausgang. Oder wir nehmen doch diesen Ausgang. Wir nehmen uns da unten drei Fenster auf. Ich hab das auch gehört. Tür oben drin. Sicher. Ja, das war. Hallo? So, hier mal rauskommen, wenn wir es hören. Justin, was tun wir hier? Ja. Alter, Leute, ey. Das ist so cool. Oh, Chris, pass auf. Das kann man alleine in den Keller gehen, die Aufgaben. Das ist so schön. Was machen wir jetzt? Wieso kommen wir durch den Keller auch raus? Irgendwas Geiles müssen wir ja machen. Irgendwas, irgendeiner muss heute noch allein durch den Keller. Ist so. Und wir stehen jetzt hier in dem Keller und wir haben eben Taschenlampen gesehen im anderen Gebäude. Und ich glaube, dass die Keller trotzdem miteinander verbunden sind. Ja, richtig. Die Keller sind miteinander verbunden. Und das heißt, wir könnten hier auf andere Leute treffen und wir wissen nicht, was das für Leute sind. Ich bin jetzt schon ein bisschen angespannt. Aber es geht noch, es ist alles gut. Wir checken hier einfach aus. Wo sind Fluchtwege? Wo können wir lang gehen? Aber sobald es dunkel wird, wird es einfach unheimlich. Was habt ihr gesehen? Magst du deins nochmal wiederholen? Ja, wie ist bei euch die Lage? Alles soweit ruhig? Bei uns ist soweit alles ruhig. Achso, ja, bei uns ist auch alles in Ordnung. Oh, wir haben jetzt gedacht, ihr habt jetzt irgendwen da irgendwo gesehen. Nein, wir haben keinen gesehen. Nichts festgestellt, nichts gesehen. Soweit ist alles ruhig bei uns. Sehr gut, bei uns ist auch alles ruhig. Wir waren gerade im Keller. Oh, das ist echt eklig. Das ist so hart verschrubbt hier. Keine Chance. Im Fluchtweg ist es auch viel zu weit. Ja. Wir sind doch jetzt schon wieder auf der anderen Seite, oder nicht? Nee, ja. Nein, die andere Seite wäre die Richtung. Da. Also, wir müssen einen entweder in die Richtung oder in die Richtung finden. Ich würde sagen, dann bleibt uns nur noch diese Richtung. Also komm. Hä, das kann doch nicht richtig sein, oder? Leute. Ich würde diesen Fluchtweg gar nicht so schlecht. Das
ist doch kein Fluchtweg, das ist ein Dilemma. Naja, irgendwo hat er ja recht. Wir könnten uns sonst zur Not auch verstecken. Das darf man nicht vergessen, wenn wir welche kommen. Hä? Hier lang. Ja, wir hoffen ja, dass wir extra gar nicht weglaufen müssen. Ne? Also ihr Lieben, da durch den Weg sind wir rein, ich muss jetzt das Licht ausmachen, weil da wieder ein Auto kommt, da sind wir rein und das ist auch unser Fluchtweg, den wir uns auf jeden Fall sowas von merken müssen. Ich weiß, ihr seht jetzt echt nicht viel, aber das ist unser Weg, wenn wir raus müssen. Und da gehen wir jetzt rein. Da kommen schon wieder Autos, deswegen muss das Licht wieder aus. Müssen wir echt aufpassen. Ist gerade im Dunkeln mit Taschenlampen, da hätte man es so schnell gesehen. Aber da hier auch so viele Scherben und alles liegen, muss man halt auch echt aufpassen. Wo wollt ihr jetzt hin? Ich muss in die anderen Richtung. Ich habe eigentlich voll die gute Orientierung, wenn ich auch ein bisschen denke gerade, warum riecht das nach Feuer, aber hier hat es gebrannt. Ja, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Durch Sandkabel. Hier kommen wir nicht weiter. Müssen wir denn langsamer? Hier. Wir sind schon eine zu hoch. Nee, jetzt sind wir richtig, oder? Also Leute, hier haben wir jetzt schon einen Weg verbarrikadiert. Wenn da jemand rüberklettert, fallen die Flaschen runter. Das holen wir. Das ist da, daran ist unser Fluchtweg. Es ist auf jeden Fall gut, wenn es dunkel ist, dann sieht man nämlich andere Taschenlampen richtig, richtig schnell. Und wir müssen natürlich auch übelst aufpassen mit den Taschenlampen, wie bestimmt schon tausendmal erwähnt heute. Jetzt die Fenster verdunkelt. Wir wollen gleich mal auschecken, hoch, ob man unsere Lichter noch sieht oder halt nicht. Wir müssen das jetzt halt alles richtig gut zumachen. Justin, was magst du den Zuschauern sagen? Liken, teilen, kommentieren. Nee. Liken, teilen, abonnieren und die Glocke aktivieren. Also hier oben wird jetzt keiner sein auf der Etage. Ich glaube auch nicht. Nein. Ja, so, Lukas, guck mal nach, ob man jetzt unsere Lichter noch sieht. Die hier nicht? Die hier nicht? Ganz schlecht. Ganz schlecht hast du hier im Internet. Das ist ja Aufbau. Scheinlich. Jetzt guck. Komm. Mein Arsch ist nass. Ja. Echt? Mein Schuh ist trocken. Das ist vielleicht schlecht. Vielleicht hast du hier auch während du da sitzt und raufgeschmuggelt. Aber ich hab gutes Internet hier. Angelo Strolli, nimm Dings mit. Was? Ist das von hier, ne? Ihr habt eins dabei, ne? Ich hab eins. Test. Jetzt. So, Gisela und ich sind mutig. Schalalalala. Ey, Mann, ich bin dick.
Ich komme auch mit. So. Wir sind jetzt auf dem Weg. Oh, Leute. Guck mal, du siehst es nicht mal gegenüber Schimmer. Du siehst es nicht mal gegenüber einem anderen Haus. Aber wir kriegen noch die andere Seite. Müssen wir die Löcher stopfen? Also man sieht nichts und die Lage scheint ruhig zu sein. Was macht ihr? Wir gucken mal, ob wir von der Parallelseite was sehen. Von komplett gegenüber? Nee, von der Seite. Ich komme mit euch. Ja? Ja, aber noch ganz, ganz leicht. Aber ein Streifen. Warte, ich gebe das. Ja, doch, hast du jetzt da gesehen? Ja. Könnt ihr uns hören? Wir sollen noch mehr Licht anmachen. Was ist? Mach mal mehr Licht. Sieht man auch jetzt im anderen Fenster. Ja, man sieht einen Streifen. Wir müssen. Fenster sieht man auch. Momentchen, ich muss die Lampe erst einschalten. Ja. Ist an. Aus, ja, aus, das sieht man komplett. So auch schon, ja. Wir müssen die Seiten noch dicht machen. Die Seiten müssen mehr dicht gemacht werden. Alle sind sie fleißig am Schnibbeln und haben hier was zu tun. Außer du. Du filmst. Außer ich filme. Ich gehe jetzt mit Justin mal kurz die Lage checken. Du hast hier auch richtig schlechten Empfang, ne? Also, wie gesagt, Leute, wir wissen, dass Benny auf dem Weg hierher ist. Das haben wir im Vorfeld mit ihm abgesprochen. Aber wir wissen jetzt nicht, wo er ist. Wir haben nur die Info, dass er im Gebäude gerade ist. Benny? Ja, hallo. Da ist hier Licht. Ja, da kommt Benny. Ja, das wär's. Benny ist auch am Start. Wir zeigen uns grob den Weg, dann gehen wir zur Gruppe zurück. Und dann werden wir uns ein bisschen überrascht. Alter Mann, Digga. Scheiße.
jetzt schon. Und ja, wir haben Mammut in der Küche. Oh, vor allem das Dufte, wir haben gerade mal angemacht. Ja. Hat einer jetzt an den Deckel gedacht? Nein. Warum? Haben wir vergessen. Brauchen wir eine Decke? Und ja, aber mit Tisch Miete sich fest. Nein. Was war das? Ups. Wir können... Das war ich war was. Dass dann immer mal kurz, ob der jemand kommt oder so. Hose ins Video bringen. Ich geh mit dir. Gehst du mit mir? Gehst du mit mir, geh ich mit dir. Nimmst du eine GoPro mit? Ja. Geh mit dir, wohin du willst. Bitte wende dieser Welt. Du blöder Wichser. Du blöder Alter. Alter, ich hab dich aufgenommen. Ey, so ein Arsch, ey. Ey, ich hab dich gut, Alter. So ein Wichser, ey. Der Sendspruch ist da. Hi. Er hat mich abgesagt. Nee. Wir haben euch verarscht, aber ich wollte gerade rausgehen, weil ich das hier erschrocken habe. Ich hab kein Herz mehr. Junge, hier geht so die Pumpe. Alter. Ich hab noch nie so einen Schauer über den Rücken. Ich hab's bis über die Schulter gemerkt. Ey, das war. Also ich war ja eben noch mal Pixel. Ey, ich war gerade so falsch. Alter, guck dir meine Hände an. Guck dir meine Hände an, Christian. Ich hab's da hängt, nein, Schatz, hängt in der Suppe. Alter. Ihr wusstet es alle? Ihr seid ein Schweine. Ich gehe nicht nochmal in den Keller. Ich gehe nochmal in den Keller. Guck dir mal an, was zu Ende zittern, Alter. Ich erschreck mich so gut wie nie. Ich kann auch auf Filme gucken mit größter Leidenschaft. Ich wusste nur so um die 20 Uhr. Ihr habt ihn eben gesucht, ne? Ich habe mit ihm geschrieben. Ich konnte ja hier schlecht sonst mit ihm schreiben. Oh, ihr seid doch. Ihr seid so gemein. Ihr seid so gemein. Da muss man ehrlich so von sich aus. Aber ich habe mich gerade selber auch erschrocken. Ich auch, weil ich damit nicht gerechnet habe. So, Essensausgabe. Lecki, schmecki, wollen wir mal ausmachen? So, Essensausgabe. Wollen wir ausmachen? Essen. Lecker. Also ich habe mehr Inhalt als Brühe, aber ist okay. Oh. Lecker. Mmh. Also irgendwie riecht das Essen auch nach das Plätzchen nicht. Ja, oder? Also man riecht das in die Würstchen, glaube ich. Aber das riecht so ein bisschen nach Plätzchen. Wir lassen uns das jetzt auf jeden Fall erstmal schmecken und dann melden wir uns nach dem Essen wieder. Okay, also wir sind jetzt hier eigentlich gerade am Essen. Aber was ist jetzt gerade passiert? Also wir haben beide gerade gegessen. Beide so. Ja, also es ist nichts zu hören, ne? Es ist absolut. Ja, du hast Terry halt. Viel zu viel auch zu laut und die haben uns gehört. Ja. Ich hab voll unten gegengebollert. Ruhe laut, wir schlafen. Ja. Also wenn ihr schon was hört, dann habe ich auf jeden Fall Angst. Hm? Ja, ich kann ja auch keine Ahnung, vielleicht so, wenn da irgendeiner mit dem Fuß gegen den Stuhl, aber. Das klang hier, das war nicht eher hier. So, das klang eher so. Ja, so außerhalb. Ja, als wäre irgendwas. Ist das, was zugeflogen ist? Es ist gruselig. Jetzt fängt schon an. Also, wie ist die Stimmung jetzt bei euch? Angespannt oder geht? Eigentlich noch okay. Ja? Lass mich erst mal die Kamera gucken. Guck mal, jemand mit das Licht. Habt ihr Walkie Talkie? Du musst das ausmachen. Power off. What? Das kommt aus dem Fenster.
gut. Aber er hat Rasen. Ja. Leute, wir wollten eigentlich in Ruhe essen. Ihr seht, was daraus geworden ist. Und es ist erst, ich glaube, gleich 21 Uhr. Er geht zurück. Das war nur das Licht, was von draußen reingescheint hat. Wir gehen jetzt wieder zurück. Jetzt wird weiter gegessen. Und wir hoffen, dass es jetzt ruhig bleibt. Was war jetzt schon wieder? Stimmt. In meinem Kopf. Ja, die sind ganz laut. Nee, aber jetzt ohne Spaß. Das war schon. Ich nicht, wenn draußen irgendwie ein Jubel rumrennen. Folgende Situation. Die Jungs waren jetzt unten im Keller. Die Aufnahmen, die werdet ihr bei Chris in seinem Video sehen. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir erschrecken die. Marie und Jackie verstecken sich jetzt. Und ich versuche das Ganze hier so ein bisschen zu filmen. Wo versteckt ihr euch? Sie machen da die Musik an und ich knall. Das wäre gut. Die kommt zurück. Du musst ja natürlich ein bisschen aufpassen. Ihr wisst, dass das hier nach Gas ist. Das riecht total nach Gas hier. Hä? Was war das? Was ist das mit dem Gas? Das riecht so nach Gas hier. Ja, ich wollte unseren Gaskocher fertig machen und irgendwie ist die Gaskartusche kaputt gegangen. Die steht jetzt da drüben. Die müssen wir rausschmeißen. Das ist kein Brenn, das muss raus. Das hat sich nach vorne schon gerochen. Ja. Zu doll war das. Deswegen haben wir hier auch die Fenster aufgemacht. Ja, besser ist. Du hast dich erschrocken? Ich habe mir sowas schon gedacht. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil ich noch hinten über die Dinge drüber geklettert bin. Da seid ihr drei schon abgezogen. Und dann kam mir kurz darauf, ich esse immer mit Gas. Ich rieche Gas. Ich so, ich muss eher Gas geben, Alter, damit ich hier bleiben kann. So, nachdem wir jetzt hier ein bisschen Action hatten, lecker gegessen haben, ein bisschen gequatscht haben, bauen wir hier unseren Schlafplatz auf. Ja, wir machen einfach mal einen Zeitraffer und dann Film ab. Das Lager ist aufgebaut. Wieso? Die drei chillen hier schon. Und wir gehen jetzt nochmal ein bisschen durch die Gänge. Auf geht's hier. Da. Polizeiabsperrung. Hey, das war hier. Ach ja, die Polizei rumgeschossen. Wie heißt denn das? Polizei. Ja. Ich will es nicht machen. Oh, Benni, nicht, dass das ja, abschließt. Nee, ich setz mich davor. Also, hier entstehen ein paar coole Aufnahmen. Ja. Nochmal bitte. So viel laut, was habt ihr gehört? Das waren wir nicht. Das waren wir zu 1000% nicht. Danke. Wir haben gerade Aufnahmen gemacht. Wir kommen sofort zurück. Kommst du zurück? Das
Ey, wollen wir die erschrecken? Ohne Witz. Du weißt nicht, was die für Leute sind. Alter, weißt du, was die da... Die haben die Tür zuknallt. Die Tür übelst geknallt, Alter. Deswegen hat Jackie euch auch angefunden. Die Tür hat so gescheppert, das Beben hat sehr gelernt. Das war so laut. Und deswegen haben wir gedacht, Alter, seid ihr bekloppt. Wir haben gerade Aufnahme gemacht. Da sind wir jetzt hier im Treppenhaus. 1000%. Okay, wollen wir die Hops nehmen? Ja. Alter, mein Herz, Leute. Ich bleib auch hier. Da bin ich auch raus. Nee. Ey, ich mach's. Zieh doch schon was nach. Ich mach's nicht. Nein. Die hab ich nur gehört. Aber wir müssen aufpassen, weil sie Steckwerkzeug dabei haben. Ich muss das sehen können. Ich würd's lassen mit dem Maske. Ich muss das sehen können. Ja, mach das. Ohne Maske. Oh. Oh Leute, ihr macht mir mit so einer Scheiße noch mehr Angst. Ja. Komm, lass, mach auf. Mach auf. Mach auf. Moin. Ah. Alter, crazy. Was ist das? Scheiße, ihr könnt euch nicht nehmen lassen, weil wir haben die ganze Zeit gehofft, dass jemand kommt. Die ganze Zeit gehofft, dass jemand kommt. Wir sind hier. Alter. Wir haben eigentlich gerade Aufnahmen gemacht und dann haben wir euch gemacht. Crazy. Das haben wir aber gar nicht gemacht, wir waren da drüben auf der anderen Seite. Alter. Ja, hey, wir waren schon noch vor, keine Ahnung, vor einem Monat oder so hier. Das ist ja auch noch zwei Gruppen. Zwei Gruppen mindestens hätte ich mitgegangen. Ja. Ja. Was macht die Übernachtung hier richtig oder? Ja, für YouTube. Ah. Alter Leute, was eine Action. Was eine Action. Alter, einfach, ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt waren. 8, 9, 10 Leute. Wir gehen jetzt noch mal ein kleines Stück mit denen mit. Gucken uns das hier an. Ach, mal gucken, was hier noch so passiert. Alter Schwede, ey. Wo wir das Licht vorhin gesehen haben, das waren die, weil die sind auch schon eine ganze Zeit lang jetzt hier drinnen. Also ja, haben die sich auch eine ganze Zeit lang verdeckt gehalten. Wir dachten echt, wir waren alleine und sind sicher. Aber das waren die nicht. Wir sind auf dem Rückweg. Also Stimmungsupdate, wie gesagt, jetzt bin ich entspannt, relativ, weil man andere getroffen hat und gemerkt hat, hey, es passiert nichts, es kann immer irgendwas passieren. Ja, wir sind auch gespannt, ob die Nacht ruhig bleibt, ob wir was hören, whatever. Sie sind von hier gekommen und haben das zur Seite geschoben? Ja, das kannst du ja auch einfach zur Seite schieben. Wir kommen nicht erschrecken. Was ist so? Wir kommen nicht erschrecken. Das war geil. Das war so geil. Hatte die jetzt genug Action, ja? Alter. So, wir haben jetzt alle unsere Schlafplätze gefunden. Alle liegen sie. Justin hat noch Bock zu snacken. Und ja. Wir sind mal gespannt, wie die Nacht so wird. Wir quatschen noch ein bisschen. Nee, ich muss aufnehmen. Jetzt packe ich die Kamera zur Seite. Falls noch was passiert, melden wir uns auf jeden Fall nochmal. Ansonsten gute Nacht. Bis morgen früh. Ihr Lieben, wir haben uns jetzt eigentlich schon hingelegt und wollten schlafen.
aber jetzt sind schon wieder Geräusche. Justin sagt, wir sind schon wieder nicht alleine. Was soll das denn bitte für eine Nacht werden? Auf jeden Fall gleich im Gebäude. Aber ja, wir chillen uns hier erstmal hin und warten jetzt erstmal ab, was doch passiert. Also, wir legen uns jetzt wieder hin. Es ist alles ruhig. Ich glaube, die haben einfach auch Angst und die kommen hier nicht rüber. Ich fühle mich relativ sicher. Also hätte ich nicht gedacht. Ja, wir hoffen, dass es so bleibt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht oder ob wir jetzt gleich in Ruhe schlafen können. Wenn noch was passiert, dann melden wir uns auf jeden Fall noch. Gute Nacht. Ach, guten Morgen. Wir haben tatsächlich hier geschlafen. Ach, es war für mich persönlich richtig schlimm, weil ich kein Kopfkissen hatte. Es war ein bisschen kalt, aber ansonsten ging es tatsächlich. Ich habe auch nichts gehört, habe auch wirklich versucht zu schlafen. Ja, jetzt werden wir erstmal wach. Hier hinten im Hintergrund werden schon ein paar Schlafplätze wieder abgebaut. Ja, ich brauche immer ein bisschen länger, um erstmal wach zu werden. Kann man den Tisch überschieben? So, ihr Lieben, das ist die Location jetzt im Hellen. Die ist von mir gestern Abend. Wie fandest du denn deine erste Overnight? Boah, sieht fertig aus. Gut. Getroffen. Ja. Tatsächlich muss ich echt sagen, ich war die ganze Zeit tiefenentspannt. Da, wo hier der ganze Trouble war, da bin ich fast eingeschlafen. Ja. Also ja, würdest du das nochmal machen? Ja. Ja. Und du? Ich? Ja, kann man nochmal machen, aber Hotelzimmer ist auch ganz schön. So, hier werden jetzt die letzten Sachen noch alle zusammengepackt. Natürlich hinterlassen wir den Ort wieder ordentlich. Da haben wir eine Pfandflaschentüte, ordentlich alles gesammelt. Hier die Mülltüte, wichtig und richtig. Wenn ihr irgendwo pennt oder seid, nehmt euren Müll mit und hinterlasst es so, wie ihr es vorgefunden habt. Dann ist auch alles in Ordnung. So Leute, das war sie. Unsere erste Overnight. Oh, viel passiert, erst dachte ich mir, es passiert nicht so viel. Ich war entspannter als gedacht. Ich war tatsächlich auch sehr entspannt, obwohl ich immer sehr ängstlich bin, ging das Ganze. Wir hoffen, euch hat das Abenteuer gefallen. Hattet ihr auch Spaß? Oh, ja, definitiv. Adventure Chris hatte Spaß. Genau, schaut auch bei Elbköppel vorbei, Köppel TV vorbei, da kriegt ihr die andere Sichtweise zu sehen. Lasst ein bisschen Liebe da. Justin hat euch noch was zu sagen. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Perfekt, in diesem Sinne sagen wir ciao! Bis zum nächsten Abenteuer. Adventure Lovers SH.